Ja, Freunde, und damit begrüße ich euch zu Little Nightmares. Das Ganze ist ein kleiner Horrortitel, der jetzt letzten Freitag rausgekommen ist. Und in dem Spiel geht es um den Hauptcharakter namens Six, die wir hier auch schon im Hintergrund mit gelbem Regenmantel sehen. Und was sich nun wahrscheinlich alle pubertierenden Jungs und Lesben unter euch fragen werden, ist, ob sie etwas drunter trägt. Ja, diese Frage kann ich euch leider nicht beantworten. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass wir uns erstmal hier ein wenig umschauen werden und... Ich will auch eigentlich gar nicht mal zu viel verraten. Ich kann euch aber schon mal so viel sagen. Wir werden hier auf jeden Fall von riesigen Monstern verfolgt werden. Und ja, wie gesagt, wir werden uns erstmal ein eigenes Bild davon machen. Und guck mal, ich kann hier überall die ganzen Sachen hier hochheben und wegwerfen. Finde ich schon mal total geil. Ich glaube, man kann das Spiel auch so ein bisschen mit Unravel vergleichen. So von der Spielmechanik her. Nur dass das jetzt eben hier kein klassisches Jump'n'Run ist. Weil man sieht auch schon, man kann hier auch so in die Ebene so ein bisschen reingehen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau beschreiben soll. Ihr seht es ja. Na gut, wir werden jetzt erstmal ein bisschen losstolzieren und einfach mal gucken, was wir hier so entdecken können. Ich glaube, wir haben auch sogar ein Feuerzeug für Licht. Oh, und da lief gerade irgendwas. Das schien irgendwie so ein kleiner Zwerg oder sowas zu sein. Und hier ist irgendwie eine Ritze. Kommen wir da eigentlich rein? Nee, leider nicht. Wäre cool gewesen, wäre cool gewesen. Also den Bewertungen nach... die ich bis jetzt gesehen habe, soll das Spiel sehr, sehr gut sein. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr kreativ aus und sehr schön. So, hier können wir eine Lampe anmachen. Ist das vielleicht ein Checkpoint? Das scheint ein Checkpoint zu sein. Wir haben hier gerade das Speichersymbol. So, hier einmal die Luke auf. Nochmal Feuerzeug an. Kurz in die Horke gehen. Und dann kraxeln wir hier mal eben kurz durch. So, hier einmal hochgehopst. Hier tropft es von oben. Cool, das macht sogar Geräusche, wenn das Wasser hier auf dem Regenmantel tropft. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Ich liebe das ja echt bei Spielen. Wenn es überall so kleine Details gibt, das ist... Ich liebe das einfach. Und hier scheint ein bisschen größerer Raum zu sein. Man merkt auch schon direkt, hier ist alles sehr überdimensioniert. Das liegt eben halt daran, dass diese Monster hier zu Hause sind, ne? Deswegen nicht wundern. Und hier geht eine Treppe nach oben. Okay. Boah, Alter, diese Ketten hier, was ist das denn? Ist das hier irgendwie so ein Schiff, ein riesiges U-Boot oder sowas? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Hier ist noch eine Tür, aber ich denke, können wir da nicht rein? Wir können uns hier ranhängen. Aber sonst können wir auch nicht viel dort machen. Hier ist noch eine Luke, aber die geht nicht auf, okay. Dann lassen wir die Luke einfach mal Luke sein. Hier steht ein Besen. Und hier ist so eine kleine Figur, aha. Ist das hier irgendwie so eine Art Schrein oder sowas? Wobei ich meinte gelesen zu haben, dass wir diese Dinger nehmen können und dann... Aha, siehste. Wahrscheinlich kriegen wir dadurch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Extras. Ich habe auch schon gesehen, man kann sich hier, glaube ich, auch noch irgendwelche Masken aufsetzen oder sowas. Also den Charakter so ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, das mache ich mal in der nächsten Folge lieber. Und hier ein riesiges Sofa und da hängen Möbel an der Decke. What the fuck, warum? Warum hängen da Möbel an der Decke? Und hier scheint ein kleines Licht durch. Oh! Da war gerade jemand gewesen. Und es ist, glaube ich, nicht freundlich. Da war gerade etwas am Fenster gewesen. Alter. Da oben steht ein kleiner Pipipot. Cool. So, einmal hier auf die Kiste rauf, aufs Bett. Und dann wahrscheinlich hier hoch, wenn ich das hier mal irgendwie hinbekommen würde. Na? Bin ich jetzt blöd? Ah, ich muss mich... Ah, alles klar, ich muss danach greifen, okay. Was? 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 Warum? Weshalb? Was? Warum? Warum? Warum erwische ich eigentlich immer so eine... Weißt du, ich habe mir am Anfang so gedacht, ach, das wird so ein ganz niedliches Spiel, wird schon nicht so schlimm sein. Nee, das Erste, was wir hier erstmal finden, ist eine Leiche, die von der Decke baumelt. Super, toll. Klasse. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass das Spiel wohl nicht für Kinder sein wird. Es sieht schon sehr gut aus. Sehr kreativ auf jeden Fall. Guck mal, das Auge hier an der Tür. Sieht ein bisschen gruselig aus. Ich mach mal wieder Licht an. Hier ist irgendwas auf dem Boden. So ein schwarzes Zeug. Ist das Blut? Ich hoffe nicht. Oh.
Und hier sind Handabdrücke. Hier hat sich irgendwer festgehalten. Sind aber auf jeden Fall größer als unsere Hände. Können wir hier durch? Hier kommen wir tatsächlich rein. Aha, geil. Was ist denn? Ja, hier ist noch ein... Alles klar, hier ist ein weiterer Speicherpunkt. Und da oben steht eine Gasflasche. Hier ist noch eine Kiste. Können wir da hoch? Irgendwie. Hallo, ich will da hoch. Ah, siehste. Okay, und was bringt uns dieser Raum jetzt? Jetzt können wir uns hier... Jetzt macht sie da erstmal Klimmzüge. So. Aber sonst können wir hier, glaube ich, auch nicht viel machen, oder? Warte mal. Ich kann da... Nee, ich kann da auch nicht raufgehen. Nee, leider nicht. Das war anscheinend hier... War anscheinend wirklich einfach nur zum Speichern gewesen. So, wie es aussieht. Gut, wir gehen mal zurück. Vielleicht können wir ja den Kühlschrank öffnen. Das wäre ja möglich. Wobei, hier hinten kann man auch noch hingehen, ne? Aber hier... Kann man hier rein? Ah, wir können tatsächlich... Ah, wir können da tatsächlich in die Kiste rein. Ach, das ist ja cool. Ich finde das irgendwie cool, diese Mischung aus Jump'n'Run und... Dass man hier aber trotzdem überall diese Fläche hat zum Rumlaufen. Ich finde das irgendwie cool. Gab's bis jetzt auch noch nicht so eine Spiele, ne? Little Big Planet, aber da konntest du ja nur von Ebene zu Ebene hüpfen. Alles klar, der Kühl... Und da lief gerade schon wieder einer von diesen komischen Zwergen. Warte mal, können wir da hinterher? Ich will da mal hinterher. Der muss jetzt ja eigentlich in dem Raum sein hier, ne? Ach, guck mal, da steht da. Oh, wie süß. Guck mal. Kann ich den nehmen? Ich kann den in die Hand nehmen. Alter, wie geil ist das denn? Huch, und irgendwas wurde gerade gespeichert. Ach, ist das auch vielleicht sowas Sammelbares, dass wir die drücken können und dann... Ey, guck mal, der macht uns ja alles nach. Ey, wie niedlich ist das denn? Das ist ja süß. Guck mal. Oh. Wollen wir den Spitznamen geben? Wir müssen den Viechern einen Spitznamen geben. Warte mal, wie wollen wir die nennen? Keine Ahnung. Schreibt uns mal irgendwas Niedliches in die Kommentare, wie wir die Viecher nennen wollen. Mir fällt da gerade nichts spontan so wirklich ein. Läuft uns jetzt hinterher? Das wäre ja mega süß, wenn du uns jetzt wirklich... Kommst du, Kleiner? Ich glaube, der kommt da nicht durch. Ich glaube, der ist ein bisschen zu dick. Wobei, der ist ja auch eben reingekommen, also... Na gut, okay, bleib mal da. Ist, glaube ich, auch sicherer. Aber wir gehen erstmal weiter. Und die Arme hat die ganze Zeit hier barfuß, ey. Alter. Ich muss doch einen übelsten Schnupfen danach haben. So, aber erstmal hier den... Da stehen Schuhe drin. Warum stehen da Schuhe im Kühlschrank? Das finde ich dubios. Okay, einmal hier hoch. Mal wieder Licht an. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Wurm? Was? Der scheint uns zu mögen, aber ich mag ihn nicht. Ich habe das Gefühl, dem Ding sollten wir uns nicht unbedingt nähern. Gut, ich gehe mal einfach weiter. Ich ignoriere das einfach mal. Kann mich eigentlich... Ich finde das cool, wir können uns hier wirklich überall so ranhängen. Das ist extrem geil. Alter, Leute, ich feiere das Spiel jetzt schon. Boah. Ach du Oh, hier sind noch mehr. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Okay, hier höchst wahrscheinlich den Hebel eben kurz. So. Alles klar, Klappe geht auf. Ich lasse sie mal ganz bis nach oben fahren, weil die wird jetzt sicherlich wieder zugehen. So. Und hier einmal über die Klippe. Ja, upsa. So. Und guck mal, da oben hängen schon wieder welche. Aber die lassen sich nicht fallen. Was sind das? So irgendwelche Schnecken oder Würmer oder so? Keine Ahnung. Naja. Okay, wir sind jetzt hier gefangen und... Okay. Hier müssen wir wohl weiter. Aha. Und da ist schon wieder eine Klippe und die sind so süß, Alter. Ich will davon ein kleines Figürchen haben. Das ist dein... Nein, das ist nicht gut. Das ist ganz... Nein. Die sind ja überall. Was soll ich hier machen? Ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht. Nein. Was?
Alter! Was? Was? Alter, wie brutal ist das Spiel? Ich dachte, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Nee, Alter, die erwürgen uns einfach erstmal. So like Alien, ey. Wie diese Facehugger oder wie die nochmal hießen. Okay, warte. Ich glaube, ich habe eine Idee. Oh, Alter, wie ekelhaft. Oh, was sind das für Drecksviecher? Warte, ich glaube... Ah, alles klar. Okay, wir mussten das umstoßen. Okay. Alter, wie abartig ekelhaft. Und dann umarmen die einen so scheiße. Und guck mal, wir hinterlassen sogar wirklich Fußspuren. Das ist auch cool. Wir sind jetzt ein bisschen dreckig. Aber die Fußspuren verschwinden gerade auch wieder. Ah, warte. Bevor wir weitermachen, speichern. Huch. Jetzt aber. Super, okay. Dann nochmal hier hoch. Oh, ich dachte gerade, das ist noch einer von diesen Wurmern. Das ist wieder nur einer von den Zwergis. Zwergis, das ist auch ein cooler Name. Also wie gesagt, schreibt uns mal was in die Kommentare, ob euch irgendwas Cooles einfällt. So als Spitzname für die Viecher. Die sind extrem niedlich. Die sind extrem niedlich. Vor allem, dass sie uns dann immer so nachmachen. Das finde ich ja auch irgendwie... Wollt ihr die Geräusche gerade, ne? Hört mal. So ein Pfeifen. Der Wind, der hier durch die Ritzen pfeift. Die Atmosphäre ist schon sehr gut. Ah, alles klar, hier ist so eine Seilwinde. Jetzt müssen wir wahrscheinlich... Ich verstehe schon. Deswegen auch dieser komische Weg hier gerade. So, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen rennen. Na, komm, durch. Was? Sind wir durch? Nee. Hä? Achso, ja. Okay, ich war zu langsam gewesen. Ich habe nämlich ganz kurz aufgehört zu rennen. Das war das Problem gewesen. Okay, noch einmal. Noch einmal. So, hier nochmal die Seilwinde. Ja, komm. Ja. Einmal drehen hier. Bin mir gerade auch nicht sicher. Können wir die... Warte. Nein, renn. Nein. Hier, warte, nochmal aufdrehen. Nee, jetzt habe ich das gerade ein bisschen verpeilt. So, einmal hopsen und... Ja, komm, rein da. Yeah, super, perfekt. Alles klar. So, wo sind wir hier? Hier ist noch eine Klappe, sehe ich gerade. Können wir die öffnen? Wie können sie... Ui, ja, komm her. Ich will dich knuddeln. Er ist weg. Schade. Sind sehr ängstlich, die Viecher, ne? Guck mal, hier können wir auch noch rauf. Ist hier irgendwas? Irgendwas Interessantes? Nö, nur Kartons. Nur Kartons? Was? Okay. So, und da haben wir, glaube ich, auch schon eins von diesen riesigen Monstern. Hat man, glaube ich, gerade schon ein bisschen was von gesehen. Also, hier müssen wir wahrscheinlich hoch, ja. Wer hat das da hingehängt, fällt mir gerade so ein. Auf. Das würde mich auch mal interessieren. Habe ich diesen Gitterstäbe vor? Achso, ja, wir können uns hier so durchquetschen, alles klar. Das scheint ein Badezimmer zu sein. Und bevor ich jetzt irgendetwas mache, speichere ich erstmal. Ist hier sonst noch irgendwas? Können wir hier vielleicht am Waschbecken so irgendwie? Ja. Scheint wohl nicht so zu sein. Oh, da lief gerade eine Ratte. Mich würde jetzt aber mal interessieren, haben wir jetzt eigentlich Normalgröße? Also wie ein ganz normaler Mensch oder sind wir einfach klein? Und warum liegt hier Klopapier? Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Strom? Fragen über Fragen. Und hier ist Strom drauf. Okay. Ach, sind das Toiletten? Ach, das sind Toiletten. Ich dachte, das wäre hier eine Küche und so. Das wäre ein Mülleimer. Das sind Toiletten. So Holzplumpsklos oder was? Hier, guck mal, ich kann das Klopapier mitnehmen. Cool. Fängt es eigentlich vielleicht an zu brennen, wenn man das dagegen wirft? Kann das sein? Nö. Oder? Nö, passiert nichts. Schade. Ja, jetzt müssen wir hier wohl erstmal den Strom
nutze, um... Ach so. Ah, hier das Kabel. Alles klar. Ah, okay. Tür kann ich die irgendwie hier... Ja, die kann ich zumachen. Und jetzt können wir den Hebel hier höchstwahrscheinlich... Ja gut, da kommen wir nicht ran. Kommen wir die Kiste hier vielleicht? Guck mal. Das wackelt hier auch. Guck mal, die Klopapierrolle, die rollt hier. Das scheint hier tatsächlich irgendwie ein Schiff oder... Ich würde mal schätzen, irgendwie... Vielleicht ein U-Boot oder doch ein Schiff? Ich weiß es nicht. Ah, siehst du, perfekt. Ah ja, ja, okay, Strom geht aus. Strom geht gleich wieder an. So, einmal schnell hier durch, das hätten wir geschafft. Und wo sind wir hier? Und überall diese Augen hier auf den Türen, auf den Bauklötzen. Warum? Vor allem, warum hier Schaukel, Bauklötze, eine Wippe? Wofür? Okay, und jetzt ist der Strom wieder an. Und da fährt ein Zug. Der fährt ein Zug. Fährt er uns über, wenn wir uns hier hinstellen? Wow, das war ja episch. Wahnsinn. Das war krass gewesen. Das war krass. Vor allem hier erstmal Zigaretten. What the fuck, so ein komisches Kinderzimmer und dann liegen da erstmal Zigaretten. Komm ich hier hoch? Komm ich hier? Hallo. Ich kann nicht mehr springen. Ach, jetzt. Ich will schaukeln. Ach, guck mal, wie cool. Balanciert da sogar richtig drauf. Ich finde diese Details, die sind so geil einfach. Oh, und hier so ein Auge. Und Handabdrücke. Ich versuche mir gerade irgendwie eine Geschichte draus zu machen. Ja, warum und weshalb wir hier sind. Aber noch. Au. Ich sehe gerade, da oben ist eine Öffnung. Da können wir sicherlich wieder zurückgehen, aber was bringt uns das? Ah, wahrscheinlich müssen wir irgendwas mit dem Strom machen. Warte, ich schau mal eben ganz kurz. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Wie sich das anhört, wenn sie läuft, hört mal. Flup, 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 flup. Guck mal, wie schnell wir sind. Speedy Gonzales! Alter, wie die abgeht, guck mal. Ja, okay, also. Spaß beiseite. Wir müssen hier durch die Tür auf jeden Fall. Durch die Gitterstäbe. Vor allem, warum, Alter? Also in so einem Kinderzimmer und dann erstmal mit Stromgitterstäben abgeriegelt, ey. Oh. Wir müssen jetzt sicherlich nochmal zurück, Strom deaktivieren und da dann voll durchbrushen. Gut, machen wir nochmal eben. Einmal, hops. Hier hoch. So. Einmal hier durchs Loch. Perfekt. Über die Toiletten. Da müssen wir uns jetzt aber auch beeilen. So, einmal rennen. Lauf, gib nicht auf. Dönerbude hat noch auf. Lauf, gib nicht auf. Dönerbude hat noch auf. Lauf, gib nicht auf. Dönerbude hat noch auf. Lauf. Kurz Luft holen. Lauf, gib nicht auf. Dönerbude hat noch auf. Lauf, gib nicht auf. Dönerbude hat noch auf. So, hätten wir. Das hätten wir. Und hier sind Türen. Hier sind Türen. Hier kommen wir sicherlich nicht rein, ne? Ich probiere es mal eben ganz kurz, warte. Nee. Ja gut, hier brauche ich eigentlich kein Licht. In einigen Räumen ist Licht an. Sind hier weitere von uns vielleicht gefangen? Kann das sein? Dann würden diese riesen Türen ja eigentlich nicht so wirklich Sinn machen, oder? Und... Was? Ich habe das Gefühl, wir dürfen nicht im Licht gelanden, Alter. Oh, das Spiel ist... Okay, wir müssen kurz warten. Das Auge ist böse. Und ich denke mal, es sorgt dafür, dass hier gewisse... Personen wohl nicht abhauen können. Darunter wohl auch wir. Wobei, wir sind ja nicht eingesperrt aufgewacht. Wir sind ja irgendwo in so einem Kofferbett aufgewacht. Ne, das ist ja das Komische. Ich speichere hier mal eben ganz kurz, ja? So, und schnell runter hier, damit er uns nicht sieht. Oh nee, guck mal, und da oben ist einer von unseren Zwergen gefangen. Oh.
Na gut, Leute, okay, aber ich würde an dieser Stelle sagen, das war's dann erstmal für die erste Folge. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und vielleicht auch ein kleiner Kommentar, wie ihr das Spiel so findet, ob ich noch weitere Folgen bringen soll und unbedingt, wie wir diese kleinen Zwerge nennen sollen. Würde mich sehr freuen. Nun gut, ich verabschiede mich. Soweit von mir, euer Tobi. Bis dahin.